So, der Wahnsinn geht weiter. Es wird. Okay. Ja, ich weiß nicht. Das ist übrigens auch Teil des Grundgesetz-Workouts, die Dinger aus der Packstation nach Heme zu schleppen. Junge, Junge, das ist ja absolut geisteskrank, Junge, das. Oh. Ist so schwer, Scheiße, Alter. Sechs Pakete, ne, fünf. Alter, das. Ne. Das Paket, das hier ganz unten war, das geknickte, das ist ja wirklich Fanpost, aber das sind alles Grundgesetze jetzt. So. Alter. Junge. Scheiße. Oh, nee. Oh. Naja, ich. Und dann nicht, dass man denkt, dass das hier die schwersten sind. Die wiegen nämlich 12,89 Kilo. Und die kleinen hier, die wiegen 18,675 Kilo. Jedes davon. Entschuldigung. Ja, bitte. Ich habe ja Unmengen an Grundgesetzen. Können Sie die zu mir ins Hotel fahren? Das ist an der Packstation. Das sind haufenweise Pakete. Und die sind wirklich hundeschwer. Wo sind denn die Pakete? Na, hier an der Packstation. Und die fahren wir wohin? Zu mir nach Hause. Und die gehen hier rein? Na, ich hoffe doch. Wenn nicht, dann bin ich wirklich am Arsch, weil die kriege ich ja nie weg. Und der Seib, der hat jetzt auch keine Zeit. Ich weiß zwar nicht, wer der Seib ist, aber gehen die in den Kofferraum oder? Na, gucken wir mal. Na ja, dann müssen wir das mal tun. Jo. Eieiei. Vielen Dank. So, diese Übung nennt sich jetzt übrigens das Grundgesetz. Das Grundgesetz eben. Oh, Alter. Oh, heilige Scheiße. Ich fasse das hier so an, weil ich das nie meine Schultern kriege. Oh. Jetzt muss ich hier richtig schön in den Ellenbogen reinschneiden. Ja, ich werde jetzt die Scheiße hier auspacken und dann gucken wir mal.